Hallo meine Freunde, und da sind wir wieder bei Let's Play Fallout Vegas. Wir waren ja hier im Tops und haben uns erstmal ein paar Informationen beschafft. Wenn wir Glück haben, ist hier noch Benny, was aber nicht so sein wird. Da hat sie nämlich... Oh, da hinten ist er doch noch. Cool. Der ist noch nicht geflüchtet, den könnte man jetzt ganz blütig umbringen. Da sind sie ja wieder. Haben sie was gefunden? Benny hat einen Securitron umprogrammiert, er versucht den Strip zu übernehmen. Er will was? Oh, verdammt. Verdammt. Das ist wirklich schlecht. Was werden Sie tun? Ich dachte mir, dass ich mal mich mit den Karl rede. Vielleicht kann man sich einigen. Ja? Das nenne ich mutig. Viel Glück dabei. Hi, Roller. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie im Lucky 38 waren. Da dürfen heutzutage nicht viele rein. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich dann angreifen, aber der ist ja hier noch, ne? Also den seine Leute werden mich sicherlich angreifen. Damit hier mal ein bisschen Action reinkommt. Na, hört auf zu zocken, ja. Immer noch am Zocken, ja. Unglaublich. Ob ich jetzt mit denen irgendwie friedlich rede oder ob ich ihn gleich abknolle. Ich speichere jetzt schon wieder ab, irgendwie so kein gutes Zeichen, ich weiß es nicht. Was in drei Teufelsnamen? Wir bleiben im Takt, was? Ganz locker. Ganz locker. Hallo? Der Typ, der ins Lucky 38 gegangen ist, das warst du? Oh, scheiße. Der Spiel ist aus, Benny. Ich hatte eine kleine Unterhaltung mit Ja-Sager. Baby, wir sollten hier nicht darüber reden. Warum verdrücken wir zwei uns nicht und suchen uns ein privateres Plätzchen? Dann beantworte ich alle deine Fragen. Ey, die nennt mich Schätzchen. Ah, nee, Baby. Nenn mir einen Grund. Kein Geschäft, Zeit zu sterben. Wir haben ein Problem, ja. Hey, Vorsicht! Oh mein Gott! Die haben Messer! Verdammt, verdammt! Nein, scheiße! Alter, nicht über den schönen Barhocker, der ist aus Maragoni! Reicht's mich, du Pisser. Ich brauche eine Waffe, die viel schneller schießt. Viel mehr Muni. Hey Bone. Ja. Geh in Deckung. Die Bomben schlagen ein. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Ja. Oh, dieses befreiende Gefühl von Zerstörung! Nein! Haben mich die anderen jetzt auch angegriffen? Ich wusste es gerade nicht. Ich war gerade voll auf Zerstörung! Dann bringen sie alle um. Ach ne. Ey, ich sollte mal sicherlich mein Leben aufwenden. Das kann ich das noch 30 Jahre weitermachen. Oh, das war echt Verschwendung, aber egal. Ich pack ne Granate in deine Tasche rein. Cool, ein Flammenwerfer, der hält natürlich auch immer. Benny Sweet, der hat nur eine 9mm Patrone dabei und mehr nicht. Warte, ich möchte mal nur... Ah, da ist er doch. Oh cool, jetzt haben wir das geschafft. Ring, ding, ding. Oh, ich habe Maria gekriegt, das ist eine gute... Oh, ist ja geflogen. Wir machen Falschen hoch und noch Sprache, da wir bemerkt haben, dass Sprache ganz wichtig ist.
So, ey! Ey, cool! Haben wir noch auch nicht erlebt. Wir sind hier relativ gut durchgekommen. Bone zwar jetzt nicht so, aber das ist wirklich gut. Wir haben es hingekriegt, ohne dass die jetzt völlig böse auf uns waren. Das ist doch schon mal was wert, oder? Und wir haben jetzt den Platin-Chip. Den können wir jetzt zwar ums Haus geben, aber das machen wir noch nicht. Ach, gut, Jungs, ihr seid alle top, außer der eine, den ich umgebracht habe, der ist jetzt flop. Aber egal. Oh nein, verpiss dich! Die Augen des mächtigen Caesar ruhen auf ihnen. Er bewundert ihre Leistungen und verleiht ihnen das außergewöhnliche Geschenk seines Zeichens. Alle Verbrechen, die sie gegen die Legion begangen haben, sind hiermit vergeben. Caesar wird kein zweites Mal Gnade walten lassen. Mein Herr wünscht ihre Anwesenheit in seinem Lager am Fortification Hill. Sein Zeichen gewährleistet eine sichere Reise durch unsere Ländereien. Wenn es in der Falle sein sollte, dann nehme ich eine Menge von euch mit. Der mächtige Caesar hat ihnen sein Zeichen verliehen und garantiert damit sicheres Geleit. Wollte er sie tot sehen, dann wären sie es schon. Ich habe auf einfach gestellt, du. Cove, südlich von Nelson. Der Cursor Lucullus wird sie erwarten. Aber wir haben schon mal eine neue Superpistole. Das ist eine ganz spezielle Pistole. Wir hätten natürlich Benny ja jetzt auch ins Dings gegangen. Also zu Caesar hin, da hätten wir den dann noch befreien müssen und alles weitere und so ganzen Schrott noch. Aber das braucht man ja nicht machen, da wir den ganz einfach umgenietet haben. Da haben wir jetzt eigentlich schon viel, viel Laufweg erspart. Da bei den Kunden gehe ich nicht hin, das war viel zu viel Aufwendung. Aber ich glaube, ich mache dann doch das Ende von Mr. House. Ja, in Karte haben wir zwar eine riesen Schlacht, aber das können wir ja immer noch machen. Ich speichere hier, glaube ich, nochmal ab. Und wenn wir dann durch sind vom Spiel, ich werde natürlich jetzt noch Nebenquests machen, hauptsächlich, damit wir erstmal ein bisschen weiterkommen. Es gibt dann später noch so einen Punkt, wo man sich nochmal richtig umentscheiden kann, ob man dann für den gewissene Partei kämpft. Das kann man dann alles später nochmal entscheiden, wovon man dann bei allen einfach versagt. Obwohl, den Platin-Chip können wir eigentlich schon hingeben, außer wenn wir für die Legion sind. Obwohl, eigentlich, wenn wir den Platin-Chip hingeben, nützt das nur am Ende des Spiels. Da bekommt man dann so eine Security-Armee. Und, ja. Wenn man das jetzt macht, ist man einfach hier, muss man eigentlich gegen stärkere Typen kämpfen, also man sollte da nicht so viel Aufruhr machen. Aber man kriegt da schon was. Ich gehe erstmal noch mal rein und dann gebe ich mal den Platin-Chip ab. Da kriegen wir auch ganz schön viel Geld. Ja, natürlich müssen wir den noch aktivieren, aber das können wir dann mal später machen. Wo soll's hingehen, Partner? In dem Cocktail-Lounge-Partner. War das richtig? Ne, das war falsch. Penthouse, ne? Hallo Süßer. Mr. House wartet in seinem Büro auf Sie. Zuckerstück. Was hat es mit dieser Schneekugelsammlung auf sich? Nicht viele wissen es, aber Mr. House ist der größte Sammler von antiken Schneekugeln in der ganzen Welt. Wenn Sie welche draußen im Ödland finden, dann bringen Sie sie her, damit ich sie in die Sammlung aufnehmen kann. Sie werden natürlich entlohnt. In der Tat gingen einige seiner Lieblingsstücke verloren, als wir die Sammlung verlegt haben. Schauen Sie sich gut im Lucky 38 um. Sie könnten welche finden. Ich habe eine Schneekugel für Mr. House Sammlung gefunden. Sie haben eine? Ach, das ist ja wunderbar. Ich nehme sie dann mal und stelle sie zum Rest der Sammlung. Auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir noch 2000 Dings. Willkommen auf Geld gekriegt. Cool. Ich speichere nochmal ab. Also wer diese Schneekugeln findet, immer einsammeln, die wiegen ja nichts. Und ja, ist nicht schlecht. Nun, Benny wurde also bedient. Und sie haben den Platin-Chip zurückgeholt. Dann mal her damit. Nicht so schnell, Mr. House. Wir müssen uns über die Bezahlung unterhalten. Unsere Vereinbarung war eindeutig. Ein Versuch, über die Bezahlung neu zu verhandeln, jetzt wo sie den Chip haben, käme einer Erpressung gleich. So einen Chip, da haben sie ihn. So klein, nicht wahr? Und
und doch so unglaublich leistungsfähig, so äußerst wertvoll. Jahrzehnte habe ich Sammler beauftragt, diese kleine Reliquie in den Ruinen eines Ortes namens Sunnyvale zu suchen. Dort wurde der Chip am 22. Oktober 2077 hergestellt. Er hätte mir am nächsten Tag von einem Kurier hierher ins Lucky 38 geliefert werden sollen. Aber die Bomben kamen ihm zuvor. Ich muss nicht erwähnen, dass der Chip nie geliefert wurde. Wie geht es weiter? Es wird eine Menge passieren. Eine Sturzflut von Ereignissen, in denen Sie eine Hauptrolle spielen werden. Im Augenblick müssen Sie jedoch nur mit dem Aufzug bis ganz unten fahren. Das werden Sie noch früh genug verstehen. Und jetzt begeben wir uns in die dunkle Kammer. Wo wir erstmal sehen, was der Platin Chip wirklich macht, habe ich eigentlich schon erzählt. Ich nehme an, dass Sie mittlerweile bestens mit meinen Securitrons vertraut sind. Das Gehäuse aus Titanlegierung, das den Elektronikkern schützt, widersteht problemlos Beschuss aus kleinen Waffen und Schrapnell. Der von Glasslinghouse Inc. speziell für uns hergestellte Gatling-Laser X-25 ist gegen weiche Ziele auf mittlerer Entfernung tödlich. Und für kurze Distanzen oder zur Kontrolle von Menschenmassen ist der Securitron mit einer 9mm Maschinenpistole ausgestattet. Das alles wussten Sie ja wahrscheinlich schon. Was Sie nicht wussten ist, dass das die Sekundärwaffen der Securitrons sind. Die ganze Zeit mussten meine Securitrons mit dem Mark 1 Betriebssystem zurechtkommen, dem die Softwaretreiber für ihre Primärwaffen fehlen. Heute ändert sich das mit der Lieferung des Platin-Chips. Sehen Sie zum ersten Mal Securitrons mit dem Mark 2 Betriebssystem. Der Raketenwerfer M235 bietet den Securitrons die Möglichkeit, Ziele auf erheblich größere Entfernung zu bekämpfen. Und der Schnellfeuergranatwerfer G28 garantiert, dass Securitrons in Gefechten auf kurze Entfernungen tödlich sind. Die Software-Upgrades umfassen außerdem Treiber für die ausgeklügelten Onboard-Reparatursysteme des Securitrons. Insgesamt erhöht das Software-Upgrade Mark II die Gefechtseffektivität um 235% pro Einheit. Cool. Die Stadt New Vegas wird nun endlich von würdigen Soldaten beschützt. Gehen Sie jetzt wieder ins Penthouse. Wir haben viel zu besprechen. Ausflüge in den Keller sind selten so lehrreich, nicht wahr? Mittlerweile habe ich das Upgrade an alle Securitrons in Reichweite des Transmitters übertragen. Und ich muss sagen, da ist einiges los auf dem Strip. Wie geht es weiter? Ich benötige Ihre Unterstützung, um die Sicherheit von New Vegas zu garantieren. Es wird gefährlich, aber Sie sind Gefahren ja gewohnt. Ich höre. Als nächstes müssen Sie Caesars Lager beim Fortification Hill infiltrieren. Was soll ich dort tun? Sie sollen eine Luke im Keller der verfallenen Wetterstation auf dem Fortification Hill öffnen. Sie werden sie auf Anhieb erkennen. Die Luke trägt das Logo des Lucky 38, ebenso wie der Platin-Chip. Wirf nicht die Luke. Sie können das nicht, aber der Chip ist dazu in der Lage. Die Luke erkennt den Platin-Chip und dann heißt es, Sesam, öffne dich. Na gut, ich mache, was Sie verlangen. Hier, nehmen Sie den Platin-Chip mit. Sie werden ihn brauchen. Wenn Sie beim Fort ankommen, werden Sie wahrscheinlich durchsucht werden. Keine Angst, falls Ihnen der Chip abgenommen wird. Er findet Sie wieder. So ist es. Dann machen wir uns mal los. Zum Fortification Hill. Wo soll's hingehen, Partner? So. Kasi? Ich sage Verdeckung. Inno-Etage. So, ich glaube, ich beende diesen Part hier. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt später habe. Ebenfalls lege ich jetzt nochmal einen neuen Speicherstand an, damit wir hier immer wieder laden können, weil wir uns da jetzt entscheiden, ob wir ihn hingeben oder nicht. Das war das, ne? Stufe 8. Und jetzt können wir hier den überschreiben, den brauchen wir ja nicht.
Und da muss ich jetzt da immer drauf speichern, das darf ich nicht vergessen. So, ich bin erstmal diesen Part hier und ich hoffe, wir sind im nächsten Part wieder, wo wir Fortification Hill oder Caesar's Legion ausspionieren. Bis dann und schausen, Leute.